bin wie immer Pause. Ja, ich muss auch mal pinkeln. Ich habe keine Blase aus Stahl. Schön wäre es. Ganz ehrlich, schön wäre es. Also sagen wir es mal so, ich kann eine Autofahrt von 8 Stunden kann ich zwar aushalten, aber wenn ich die Wahl habe, ein Klo in der Nähe zu haben, dann gehe ich aufs Klo. Messlier wäre dann ja auch ja voll. Ja! Damit wollte ich halt andeuten, dass es halt quasi bis zum letzten Krübel ausgeleckt war, die Schale. Halt eine Metapher. Weißt du? Es war einfach nur eine Metapher. Aber jetzt ist er noch voll. Das reicht bis morgen. Na, bis morgen Mittag. Das ist ein Papagei. Ein Papagei, ja. Okay, die Katzen sind auf jeden Fall versorgt. Ich bin versorgt. Wir sind alle versorgt. Ich habe Met gehört. Boah, Met mag ich ja gar nicht. Wobei, Kirschmet. Kirschmet mag ich. Der ist lecker. Okay, das war der Hund, der gerade irgendwo runtergesprungen ist. Ich glaube, vom Bett ist er gerade runtergesprungen. Das ist immer so ganz, ganz witzig, wenn die Tiere einfach über einem Geräusche machen. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Ja, das können wir. Warte, das hast du vorher noch nicht gesagt. Können wir dich jetzt einen Ring andrehen? Hm? Können wir? Ihr könnt so... Können wir dir ein... Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Liebe, wisst ihr. Da denke ich an Rotwein, rote Rubine. Sag mal, kannst du dich nicht mit einem einfachen Scheißring zufrieden geben? Willst du jetzt ernsthaft nur Rotwein haben? Ernsthaft? Bin kurz drauf und... Oder will sie einfach nur einen Ring mit einem roten Rubin haben? Ich meine, das könnte ja auch noch sein. Aber sowas hätten wir noch. Warte mal. Wir gehen einmal ganz kurz zum Nonara-Court. Holen da mal ganz kurz unseren einen Ring. Hier lang. Einmal unser einen Ring mit dem roten Stein raus. Ich möchte mit Triss anbändeln. Auch wenn das wahrscheinlich dem einen oder anderen gegen den Strich gehen wird, weil ja viele die Fraktion Yennefer gewählt haben. Früher irgendwann mal. Hättet ihr einen Moment Zeit? Moment, Yennefer komme ich null klar. Ich kam im Buch nicht mit ihr klar, ich kam in der Serie nicht mit ihr klar und ich kam in Witcher 3 nicht mit ihr klar. Ich glaube, ich mag Yennefer nicht. Yennefer ist einfach so ein Charakter. Willkommen, seid gegrüßt. Kann ich... Nein! Doch hier. Silberner Ring mit Rubinen. Sowas haben wir. Ich wollte gerade sagen, wir haben nichts mit Rubinen, aber wir haben was mit Rubinen. Versuchen wir es damit. Und wenn sie dann immer noch nicht will, ja, dann... Dann ist sie unserer Liebe nicht wert. Vom Regen in die Oder? Taufe in die Flut. Oder was sagt die dazu? Mein Garten ist. Ich meine, wer einen zum 16. Mal gestellten Heiratsantrag nicht annimmt, der. Da ist die Tür. Da kann man was dann wieder rausgehen. Dann nehme ich doch lieber Yennefer. Weil die ist ja noch schwieriger zu kriegen. Und die gibt es ja auch in dem Spiel nicht. Ich habe mal ganz abgesehen. Yennefer kam mir, glaube ich, noch nicht einmal drin vor. Ja, wir können so gut mit Alvin umgehen. Hier, ein Ring mit Rubin. Also liebt ihr mich und habt sie vergessen. Triss, ich... Diese Andeutung. Ihr seid mir lieb und teuer, wisst ihr das? Mhm. Der Einzige, dem ich vertraue. Ihr habt viel durchgemacht. Jetzt ist es an der Zeit für eine Belohnung. Der Kleine schläft. Also lasst mich euch jetzt wahre Magie zeigen. Mhm. Ah ja, okay.
das sechste Mal jetzt, dass Geralt in diesem Spiel seinen Spaß hatte. Ich glaube, wir haben mit allen möglichen Wesen gerade geschlafen. Ja. Mit Vampiren. Mit Kurtisanen. Mit Triss. Ich glaube, mit einer Bauersfrau haben wir geschlafen. Mit einer anderen Zauberin, glaube ich. Ja, doch. Kommt ein bisschen was zusammen. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Rechtzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Okay, tatsächlich, wir können hiernach nicht mehr zurückkehren. Ich bin bereit. Das heißt, wir beenden tatsächlich heute noch Kapitel 3 und kommen in Kapitel 4. Woher wisst ihr, wer... Ich bin eine Zauberin, erinnert ihr euch? Und ihr denkt so laut, dass ich nicht anders kann, als eure Gedanken zu lesen. Mhm. Heute möchte ich tatsächlich auch mal ein bisschen länger machen wieder. Ich habe ja die meiste Zeit oder die letzten Male immer um... Ja, eigentlich um diese Zeit rum Feierabend gemacht. Heute möchte ich tatsächlich mal wieder ein bisschen länger machen. Heute ist meine Laune auch mal wieder so klein nach oben irgendwie. Ja. Gut, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich heute einige Erfolge mit unserem kleinen Welpen erzielt habe. Mius, dir einen schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass du hierher gefunden hast. Liegt daran, dass ich da bin. Ja, stimmt. Das auch. Genau. Mit dir macht das auch nochmal so ein bisschen mehr Spaß. Allgemein mit der Gruppe, die hier öfters mal vorbeischaut. Ganz ehrlich, das macht immer richtig viel Spaß. Wenn du da bist, wenn neue Leute reinschauen, das ist so... Ich find's einfach toll. Ich bin da echt immer ganz dankbar für. Und freue mich immer, wenn ich einigen Menschen so ein bisschen den Tag versüßen kann. Den Abend. Vielleicht auch neue Spiele zeigen kann. Ich find's toll. Ja. In manchen Momenten werde ich dann auch so ein bisschen sentimental. Ihr seid in Gefahr. Das ist doch kein Wurst, das ärgert mich. Warum? Ich weiß auch nicht, ob vielleicht muss ich da auch selber noch was einstellen. Die Salamandra haben Spione in der Armee. Ihr müsst fliehen. Das werde ich nicht. Ich denke mal, ich muss da selber noch was einstellen. Ich muss mit den anderen reden. Oder? Die Salamander werden bald hier sein. Also trotze ich ihnen. Los, lauft weg. Geht's noch? Ich wusste, ihr würdet das nicht fliehen. Liegt dann ich baute sogar darauf. Nein. Lasst euch tatsächlich nicht töten. Ihr tatsächlich auch nicht. Werwolf. Also der Pegel liegt echt noch sehr, sehr, sehr weit unten. Dadurch, dass ich ja Weißweinschorle trinke, ist der unsere Falle funktioniert in beide Richtungen. Nicht ganz. Ich habe mittlerweile mehr Wasser als Wein drin. Yeah! Ich glaube, wenn ich einen gewissen Pegel hätte, würdest du es mit als erstes merken. Das wäre dann nicht mehr zu verbergen. Außerdem betrinke ich mich nicht Vincent mehr. Vincent leben. Eine tödliche ich Bestie. Ich machen. Eine Welt im Wandel. Mit neuen, gefährlicheren Ungeheuern. Fistich, Sklaverei, ungesühnte Verbrechen. Werwölfe, das Böse, das im Dunkeln lauert, sind nicht mehr der Feind. Ein dunkler Rächer, Bewahrer des Friedens. Die Welt ist im Wandel. Und Vincent ist ein anständiger Werwolf. Hallo? Ich lese sofort weiter. Ich hab grad so keine Lust zu sterben. Hallo?
Ich muss auch mal deinen Vornamen aufreichen, da ich ihn auf den Tisch schreiben würde. Oh, also mein, ganz ehrlich, mein Vornamen kann man ruhig wissen. also gegen meinen Vornamen habe ich tatsächlich nichts gegen. Der sollte doch nicht hier hingeschrieben werden. Auch wieder wahr. Also wie gesagt, ich habe da nichts gegen. Mein Freund, der ja öfters hier auch mal bei im Stream dabei ist, oder ein paar Freunde, die von mir privat mit dabei sind, dann rutscht das gerne mal raus. Und durch YouTube weiß man das meistens sowieso schon, wenn da mein Freund mit bei war. Aber ja, ich kann ihn dir gern privat nochmal schreiben. Ich kann ihn dir gern schreiben. Aber an sich habe ich nichts dagegen. Sofern andere auch noch fragen. So. Ich denke mal, jetzt kommt hier gleich wieder ein Gespräch. Ja, habe eine Vermutung, aber wenn ich ihn verwechsel, ist es ein bisschen peinlich. Aber dem muss nichts peinlich sein. Hier nicht mehr. Du, peinlicher als das, was ich hier manchmal von mir gebe, kann es nicht werden. Du kannst mir ja privat mal schreiben und dann kann ich dir sagen, ob du richtig liest oder nicht. Beeilt euch! Das hast du absolut recht. Oh Mann. So. Okay. Ich denke, da kann... Denk, wir können dann mal nach oben, so. Okay. Ich hab mich gerade so ein bisschen... Wir werden auf jeden Fall gerade okay. Zeichen. Endlich seid ihr hier, Wolf. Ja. Seid gegrüßt. Wir haben auf euch gewartet. Schon was entschieden? Yevin hat sich zur Kooperation entschlossen. Unter bestimmten Bedingungen, Deune. Um die Bedingungen kümmern wir uns später. Alles ist bereit. Bereit? Teleportation, Wolf. Dank des Steins, den ihr geschafft habt. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Triss, teleportiert euch und Kevin zum Stützpunkt der Salamandra, wo ihr das Portal öffnen werdet. Wann? Das ist der letzte Punkt, den wir noch entscheiden müssen. Da kommt still, etwas ganz Mieses. Ich höre Schritte. Das Tor ist verschlossen. Aufmachen! Im Namen von König Voltest und der flammenden Rose! Oh, nicht die Wett. Das ist die Wett. Das hab ich so nicht geplant. Wir wissen von eurem illegalen Treffen mit dem Elfen. Öffnet oder ihr werdet hängen! Zauberin, teleportiert uns sofort. Meine Einheit ist bereit. Seid ihr verrückt? Er hat recht, Geralt. Das könnte unsere einzige Chance sein. Alk-Imbaga, Hara. Ich habe mal einen Magier ohne Beine aus einer Teleportation kommen sehen. Die kamen okay. 5 Minuten später hinterher. Auf 3 schlagen wo denn noch mal? Vielleicht ich weiß natürlich nicht, wo ich ihn reingeschrieben habe, deswegen. Dark Ambra, der Haardreher. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn man meinen Vornamen weiß. Womit ich Probleme hätte, wenn man halt noch mehr wüsste. Ich meine, gegen meinen Vornamen, das rutscht halt Privatleuten, die ich so im Freundeskreis habe, rutscht das halt raus. Da kann ich vielleicht sagen, nee, so heiße ich nicht. Also im Stream wurde das jetzt auch öfter schon genannt. Wenn man nur nicht gewohnt war, Aidaria zu sagen. Deswegen, das rutscht dann leider dem einen oder anderen dann auch mal raus. Steam. Ja gut, auf Steam, ja. Ja. Das war ja bis vor 4 Jahren. Ich sag mal 4 Jahren, war das ja noch Privatkonto. Mittlerweile ist das ja in Aidaria umgenannt worden. Also, ja, da habe ich noch meinen echten Namen drin stehen. Aber wie gesagt, ich habe da nichts gegen, wenn man den weiß. Ich finde zwar meinen echten Namen nicht besonders toll, aber für seinen Namen kann man nichts. Naja, ich will aber eh nichts Privates von dir preisgeben. Ich denke, das weißt du. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich glaube, sonst wärst du jetzt auch nicht mehr so aktiv dabei, wenn du das machen würdest. Sorry, auch schon ewig zu, ich weiß gar nicht mehr, was einfach genug. Ganz ehrlich, ich weiß das auch nicht. Ich weiß das auch nicht mehr. Ich habe sonst vieles echt...
Aber du gehörst tatsächlich zu einem von denen, die so das erste Mal durchgehend in den Kommentaren geschrieben haben. Ich glaube, bei Final Fantasy 3 damals auf jeden Fall. Da warst du schon dabei. Und da hast du, glaube ich, durchgehend fast jeden Part immer mal so ein bisschen, ne, geschrieben. Und dich kenne ich auch so von meinen Abonnenten her, von YouTube, neben zwei anderen, mit am besten. Immer daran denken, dass deine Eltern in dir voller Liebe gegeben haben. Aber das sagt man halt, wenn man Kinder hat. Immer stolz auf seinen Namen sein. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ganz ehrlich, Mios, weißt du, wie ich eigentlich hätte heißen sollen, wenn meine Mutter sich durchgesetzt hätte? Wenn meine Mutter tatsächlich ihren Willen durchgesetzt hätte, hätte ich Sophie geheißen. Und ich kenne ganz viele Leute, die Sophie heißen. Und ja, es ist ein Vorteil, genauso wie wenn Leute Kevin heißen oder Chantal oder keine Ahnung. Aber bei Sophie, ich kenne eigentlich nur Leute, die durchgehend sich einen durchziehen, wenn sie Sophie heißen. Solche Leute kenne ich halt und ich denke mir auch so, nee, ich bin froh, dass ich so einen Namen nicht habe. Ah. Man kann halt nichts für seinen Namen und auch nicht für die Vorurteile, die durch manche Namen halt entstehen. Wie gesagt, Kevin, Chantal, ne? Ich kenne auch einen Kevin, der ist echt total nett. Oder kannte einen Kevin, der ist total nett. So, wo die Vorurteile überhaupt nicht drauf passen, aber ja. Die heutige Zeit halt. Da ist das leider so. Einfach Chantal. Dubs the Stream, schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Aber ja, ich sollte erst Sarah heißen. Das war mein Name. Oh, Oma ist so jüdisch. Das ist mies. Ja, okay. Aber an sich, der Name ist ja... ist cool. Ja, immer mal wieder lurken. Ganz ehrlich, ich liebe alle meine Lurker. Ohne Scheiß. Ich habe öfters wirklich viele Lurker im Stream. Und ich liebe sie alle. Ich liebe einfach meine Lurker. Natürlich finde ich es auch toll, wenn man dann halt wirklich aktiv dabei ist, aber... es ist aber herrlich. Besser hier als wieder auf so einem Empfang. So, wie war das nochmal? So. Ja, sehr schön. Ganz ehrlich, als ich hier im Let's Play war damals, ich kam hier nicht weiter. Weil ich nicht gecheckt habe, dass man das mit diesem, warte, war das Art? Ja, Artzeichen. Dass man da durchkommt. Ich habe das überhaupt nicht gereilt. Aber da war es auch nur so, ja, Hexer haben Zeichen. Ja, die sind da unten und, ne? Ah, komm. Wir können sie einfach mal ignorieren. Nein, Geralt. Nein, feines Geraltchen. Ja, fein ist das. Jetzt voll. So. Ich kann mich noch an den Endboss hier in dem Level erinnern. Ja, scheiße. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Mir graut gerade ganz Übles. Vor allem, weil ich das Rezept, was wir eigentlich bräuchten, nicht besitze. Deswegen. Leide ich gerade Höllenqualen. Ihr seid tot. Weil von meinem Lieblingstrank habe ich das Rezept nicht bekommen. Obwohl ich die Quest erfüllt habe. Sterb, Bastard. Komm her, du Schuft. Du Halunke. Du Kerl, du! Das sind auch keine Nachrichten mehr, endlich. Da habe ich öfter Videos geschrieben. Also ich weiß, dass wir ganz, ganz früher noch bei Facebook mal geschrieben hatten. Da hatten wir ganz oft... Bei Steam ist es ja so, dass Nachrichten gelöscht werden. Und Discord kam dann ja wirklich erst später. Und das war ja auch selten. Und dann ansonsten ja, wie gesagt, Videokommentare. Aber du warst, wie gesagt, damals wirklich so der Erste, der dann halt regelmäßig auch mal in den Videos reingeschaut hat. Abgesehen von
Freunden. Gott, und ich weiß noch, wie ich mich damals gefreut habe. Wie, ganz ehrlich, wie so ein kleines Kind an Weihnachten. So. Wo dann das erste Mal so aktiv meine Final Fantasy Videos geschaut. Ja doch, aber es gibt halt, wir kennen uns halt noch nicht so, wir sind uns so nicht in Real Life begegnet, das meine ich halt. Wir sind zwar Freunde, aber wir haben uns halt in echt noch nicht gesehen. Was wir irgendwann, irgendwie, wenn das alles da mal ein bisschen gelockert ist, auf jeden Fall nachholen müssen. Das habe ich mit zwei anderen auch schon mal beschlossen, dass wir dann halt so ein kleines Treffen vielleicht irgendwann mal machen, wo man sich dann mal so sieht. Sofern das natürlich auch im Sinne von dir ist und von anderen. 17.02.19, Facebook das erste Mal geschrieben, aber glaube, habe schon vorher... Ja, vorher auf jeden Fall schon. Also auf jeden Fall 2018. Ich weiß nicht, ob du bei Final Fantasy 2 schon dabei warst. Bei 3 auf jeden Fall. Bei 9 auch. Also ich weiß gar nicht genau. Es kann 2018 gewesen sein, es kann aber auch schon 2017 gewesen sein. ja. Ich glaube fast eins schon. Echt? Dann aber wirklich ganz, ganz am Ende von 1. Also ich weiß, dass damals über 1 kamen ganz viele dazu. Weil ich glaube, Teil 1 gab es damals noch nicht ganz so viel auf Deutsch, wie es heute gibt. Da musste man damals schon nach dem ersten Teil richtig suchen. So. So, ja, ich sollte vielleicht mal weitergehen, ne? Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. Gwynplaine! Ah, yeah. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Yevin, ihr seid also auch angekommen. Macht das Tor auf und lasst meine Einheit hinein. Wo ist Triss? Sie ist zurückgeblieben, um sich um diesen durchgeknallten Devet zu kümmern. Aber vorher hat sie Al-Surs Schild auf euch gewirkt. Al-Surs Schild? Ein mächtiger Zauber aus dem Buch, das ihr im Sumpf gefunden habt. Seltsam. Mius, danke für dein Follow. Ich erinnere mich nicht, ihr das gegeben zu haben. Hexer, meine Waffenbrüder warten. Wollt ihr es allein mit dem ganzen Stützpunkt der Salamandra aufnehmen? Nur für dich. Irgendeine Idee? Nur für dich. Die Salamander betreten ihren Stützpunkt durch ein magisches Portal, das meinesgleichen vor Jahren schufen. Können wir es benutzen? Triss behauptet, ein Stein der Macht kann es aktivieren. Ja, ich dachte, ich soll ihn öfter Zum Glück gibt es hier einen, rechter Würde Hand. Würde mich freuen. Allerdings Würde durch Magie freuen. Geschützt. Ich hoffe, dir gefällt, was hier so auf dem Kanal läuft. Also zurzeit ist aktiv an Story Games halt Witcher und Final Fantasy 3. Das sind so die Story Games, die so nebenbei laufen. Elder Scrolls Online läuft noch so, ja, nebenbei genauso wie Herr der Ringe Online. Aber das ist zurzeit ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich mit meinem Kumpanjong da so ein bisschen aneinander geraten bin. Aber ist soweit alles gut, aber ist halt zeitmäßig zurzeit ein bisschen blöd. Und ansonsten halt immer so, auch noch so kleine Games, Wimmelbildspiele und schon. Ja. Und so ein paar andere Sachen. Blinde zu kommt manchmal. Hab schon gehört, viel RPGs. Also RPGs findest du bei mir auf jeden Fall en masse. Also wir haben Final Fantasy 1 und 2 haben wir jetzt durch. Ich weiß nicht, ich glaube, die Wiederholung müsstest du noch bei mir sehen können auf der Seite. Ansonsten halt komplette Final Fantasy Reihe ist geplant. Die Tales of Teile sind geplant. Es ist jede Menge geplant. die Gothic Spiele von früher, die sind auch noch drin. Die will ich mir auch noch zu Leibe führen. Risen kommt irgendwann noch. Und ach ja. Mal sehen, vielleicht spielen wir ja auch mal was zusammen. Ja, gerne. Ich bin da echt offen. Ich wurde jetzt auch immer wieder gefragt, ob ich vielleicht auch mal mit wem die Lego-Teile spielen möchte. Also die Lego-Spiele. Online-RPG, also MMOs, auch gerne. Ich bin da für alles offen.
stehe da komplett frei. Vor allem, weil mein Interessengebiet bei Videospielen wirklich sehr, sehr, sehr breit gefächert ist. Also ich spiele alles irgendwie. Da kannst du auch hier in der Runde fragen. Meine Liste an Spielen, sie ist unendlich. Ich weiß nicht, ob sie jemals aufhören wird. Glaube nicht. Okay. So. Ich hatte die Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch das andere Rezept finde. Aber ich glaube, Glück ist mir heute nicht hold. Und da kommen die anderen Squattel. Ich bin Jevin. Redest du mit mir? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach du grüne Nonne. Nein. Bitte einmal. Oh, und dann mitzeln wir uns hier mal durch. Ich will hier überall Leichen. Okay. Ich will hier überall Leichen. Und du brauchst den anderen Kampfstil, glaube ich. Da steht auch schon der Professor. Weißt du, kommen wir zu ihm? Ja, können wir. Sehr gut. Weißer Wolf, wir haben euch erwartet. Ich sehe, wir sind alle hier. Gut. Bringen wir es zu Ende. Ich habe euch im Sumpf unterschätzt, aber diesmal überrascht ihr mich nicht. Ihr verfolgt euer Ziel um jeden Preis. Die Elfen, die ihr hierher gebracht habt, sind des Todes. Da bin ich anderer Meinung. Das Elfenvolk ist zum Aussterben verurteilt. Wir Menschen beschleunigen das Unvermeidliche nur. Zeigt Weisheit und ihr werdet den großen Plan zu sehen bekommen. Und wenn ich mich weigere? Wird sich auch nichts ändern, außer dass es dann eben einen Hexer weniger gibt. Der große Plan sieht alle Möglichkeiten voraus. Schließt euch uns an oder steht uns wenigstens nicht im Weg. Spuckt es aus. Ihr kämpft im Namen vager Prinzipien für eine Sache. Ihr irrt durch ein Labyrinth von Ränken, die andere schmieden. Ihr kennt den großen Plan nicht. Das Land wird von einem degenerierten Monarchen regiert, der viele Jahre lang zuließ, dass seine monströse Tochter Bürger ermordete. Darüber hinaus ließ er es während des Krieges zu, dass Nilfgaard benachbarte, verbündete Reiche plünderte und brandschatzte. Kommt zum Schluss. Wenn es nicht Volltest ist, wer dann? Die Loge der Zauberinnen? Ihr wisst nicht, was diese Nutten alles getan haben, um Einfluss auf die Nachkriegsabkommen zu nehmen. Die Umsiedlungen, Deportationen, die offene Frage der Skoyatell und anderes. Und eure brillante Schlussfolgerung? Die Salamandra sind nicht böse. Nicht böser als all jene, die gewillt sind, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Na, wie man's nimmt, ne? Also ich halte von den Salamandern relativ wenig. Ganz ehrlich, wo ich so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich mit der Materie nicht ganz vertraut bin, was das ganze Gerede zwischen Nilfgaard, Temerien, Redanien, glaube ich. Wie gesagt, ich habe von der Witcher-Reihe nur den ersten Band der Vorgeschichte gelesen. Mir fehlt sehr, sehr viel Grundwissen. Ich habe die Serie zwar auch gesehen, aber auch da habe ich mich gefragt, wieso da jetzt wer und später auch mit anderen Charakteren, die ja jetzt hier im ersten Teil gar nicht drin vorkommen. Deswegen werde ich das jetzt gar nicht groß fragen. Die Serie ist echt cool. Die Serie habe ich auch echt gefeiert. Ich hatte Gott sei Dank schon das Buch vorher gelesen zur Vorgeschichte, weil die erste Staffel basiert ja, glaube ich, auf dem ersten Buch der Vorgeschichte. Wenn ich das so in Erinnerung habe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Ich bin nur kein Freund von Yennefer.
Muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht kommt das noch, aber ich bin echt kein Freund von Yennefer. Aber die, von der ist ja hier in dem Teil noch nicht großartig die Rede. Aber ich weiß halt nicht, was genau zwischen Nilfgaard, Temerien und so weiter los ist. Deswegen bin ich da noch relativ ahnungslos. Ich weiß nicht, ob man mich da spoilerfrei drüber aufklären kann. Wenn ja, dann wäre es cool. Wenn nicht, dann, wenn ich das vielleicht noch in den Nachfolgeteilen erfahre oder in den Büchern, dann. Ich glaube nicht. Okay. Weil ansonsten, ich möchte halt ungern gespoilert werden, aber wenn es halt, wenn ich es nicht großartig selber herausfinden würde, dann wäre es schon cool, wenn man mir das irgendwie erklären könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich finde das irgendwie auch in diesem Teil heraus, aber irgendwie. Nee. Ich verstehe die Zusammenhänge nicht so ganz. Wenn die Salamandra nicht die Inkarnation des Bösen sind, was ist dann Yavek? Unmoral, Vergewaltigung, Mord, Verrat. Wie würdet ihr so eine Kreatur nennen? Die Zukunft? Evolution oder Schicksal? Auf so eine Zukunft verzichte ich gern. Lieber kämpfe ich gegen einen Albtraum und sei es hoffnungslos. Diesmal überrascht ihr mich nicht. Und jetzt sterbt! Wie? Altur's Schild! Professor, kümmert euch um ihn! Ich habe keine Gegenzauber! Also eine Frage, die ich mir hier auch noch gestellt habe, ist bezüglich Ciri. In der Serie wie auch in den Nachfolgeteilen. Yavet unterlag. Aber das, die Frage stelle ich einfach gleich. Auch da weiß ich nicht, ob man die mir spoilerfrei beantworten kann. Und mit dem Buch entkommen können. Ob ich es so herausfinden kann. Alsurs Schild hat bestens funktioniert. Yavet floh und ließ den Professor zurück. Ja, der Professor. Nächstes Mal lasse ich ihn nicht entkommen. So, Professorchen, du gehörst jetzt uns. Geralt, seid ihr wohl auf? Mhm. Yavin, was ist passiert? Ihr habt einen mächtigen Hieb abbekommen. Der Spruch der Zauberin muss euch beschützt haben. Alsurs Schild. Der Professor ist entkommen und diese Barriere versperrt uns den Weg. Überlasst das mir. Okay. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, ist bezüglich Ciris Vater, weil ja, es hieß ja erst, dass er, glaube ich, tot ist, dass er jetzt aber doch lebt. Das war ja dieser komische, ich basiere jetzt gerade mal auf der Serie, der da ja ankam, der so halb aussah wie so ein Igel, weil anders könnte ich es jetzt nicht beschreiben vom Buch her. Und auch nicht, um spoilerfrei zu machen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da echt so ein bisschen lost. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in den Büchern heraus erfahre oder ob ich das in der Serie später nochmal erfahre oder in den Spielen später nochmal erfahre. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das war nur so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich halt zu meiner Schande ein bisschen gegoogelt hatte. Und nur gedacht hat, okay, was ist da jetzt Sache? Euer Leben wird zweifellos bald enden, wie nutzlos es war. Gut, dann bin ich jetzt nicht die Einzige. Sterben, dass ihr eine Verirrung der Natur wart. Ihr seid so voller Scheiße, kein Professor. Plan. Warum wollt ihr die Erschaffung neuer Hexen um jeden Preis verhindern? Das ist so komplex. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Ihr spürt, dass ihr keinen rechtmäßigen Platz auf dieser Welt habt. Ihr verdankt eure Existenz der Sphärenkonjunktion. Aber eure Schöpfer haben sich geirrt. Wisst ihr inwiefern? Erleuchtet mich. Sie konnten euch die Emotionen nicht nehmen. Ihr solltet Ungeheuer töten, ohne zu richten, zu philosophieren oder Zweifel zu hegen. Ihr seid nicht effektiv. So. Na, diese ineffektive, von Zweifeln geplagte historische Missgeburt ist im Begriff, euch zu töten.
Lasst uns tanzen. Ah, sehr geil. Das Komplexe macht es gut, hat einen gewissen Zugang. Ja, das auf jeden Fall. Also das kann ich nur zustimmen. Das ist echt gut, das hat man ja in den wenigsten Büchern, Spielen, Geschichten. Finde ich zumindest. Das war halt auch damals der Grund, weswegen ich auf die Witcher-Reihe überhaupt gekommen bin. Ich habe Witcher 3 damals geschenkt gekriegt. Huch. Was ist passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Irgendwas ist passiert. Ich glaube, das Spiel hat schon wieder einen Bug. Das Spiel hat die Szene schon wieder übersprungen. Und das, was ich jetzt sehe, gefällt mir gar nicht. Wobei, na doch, der Professor steht. Hoffe ich. Ja? Hallo. Ich bin ja nicht gern schadenfroh, ne? Aber was den Professor angeht. Aber wie war das nochmal mit dem Viech? Ich glaube, wir mussten erst wegrennen, oder? Ich kann aber nicht speichern, oder? Speichern. Kann ich? Ja, ich kann speichern. Ich glaube, wir mussten erst wegrennen. Ah, wie war das denn nochmal? Wegrennen? Ich glaube, zwischendurch Art nutzen? War das so? Okay, Schwalbe ist noch aktiv. Wir rennen erstmal. Also falls ich es nicht hinkriege, ihr dürft mir gerne sagen, wie es dann am Ende geht. Sie anzuwerfen und den Durchgang zu versperren. Gereicht. Danke. Ja, okay. Das haben wir schon mal. Aber die macht den gleich wieder frei, glaube ich. Das heißt, wir sollten uns hier schleunig wegbewegen. Wenn ich die ganze Höhle begrabe, wirst du das niemals überleben. Okay, jetzt mal durch. Hallo, Geralt, könntest du bitte schlagen? Geralt! Ja, danke. Das ist super. Ja. Wenn alles nicht geht, dann ist eher weniger so, wie der Plan eigentlich sein sollte. Ich würde ja gerne erstmal darüber kommen. Spitzpunkt der Salamandra auf meine Schön. Ich habe wohl schon nie gespielt, liegt auch noch auf meinem Stapel. Dritten Teil mal ein bisschen. Also den dritten Teil habe ich auch. Ja, sagen wir 10% vom dritten Teil habe ich gespielt. Dann habe ich mir gedacht, okay. Es gibt ja noch Teil 1 und 2, fange ich doch lieber mit Teil 1 an. Ne? So, weil ich gehöre zu den Menschen, ich muss immer mit dem ersten Teil beginnen. Dann habe ich gehört, okay, es gibt noch Bücher. Ja, holst du dir die Bücher? Dann kam genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Bücher holen wollte, kam die Neuauflage der Bücher raus, in dieser Glitzer Silber Edition. Wie auch immer man sie nennen mag. Wunderschön auf jeden Fall. Sie steht perfekt in meinem Regal. Und dann, kurz nachdem ich den ersten Band gelesen hatte, kam die Serie raus. Die erste Staffel. Und ich dachte so, yo, so der komplette roten Faden, der sich so durchzieht. Und ich dachte so, ja, geil, das passt. Genau meine Idee. Ja, es ist einfach geil.
Also ich finde, der erste Teil beim ersten Spieldurchlauf, den ich gemacht habe, im Let's Play damals, ich mochte den ersten Teil überhaupt nicht. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde den ersten Teil echt gut. Jetzt, wo ich ihn das zweite Mal wirklich spiele. Und ich achte auch viel mehr auf gewisse Dinge. Ich habe viel mehr Quests bisher gemacht als noch zuvor. Und achte auf so viele Feinheiten, wo ich halt vorher überhaupt nicht drauf geachtet habe. Kriegt die Alchemie auch besser hin mittlerweile. Also ich bin so echt ein bisschen stolz auf mich, dass ich das hier so halbwegs hinkriege. Zwar nicht perfekt, aber Gott, wer spielt schon perfekt? Das ist wie gesagt halt ein Videospiel. So. Das muss man nicht perfekt hinkriegen. Aber mich fesselt diese Serie ab ungemein. Und ich bin auch froh, dass ich mit dem ersten Teil dann angefangen habe quasi. Und den dritten nur so ein bisschen angetatscht habe. Ich hätte wissen müssen, dass ihr herausfindet, wer die königlichen Siegel gefälscht hat. Es war ein Fehler, nur den Ungeheuertöter in euch zu sehen. Je besser man mich kennt, desto beeindruckender werde ich. Ist es möglich, dass ihr doch nicht alles rausgefunden habt? Wohl kaum. Ich weiß, dass ihr die Abwesenheit eures Vaters für einen Staatsstreich nutzen wolltet und dass ihr mit den Salamandra verbündet seid. Meine Pläne bleiben bestehen und ihr haltet mich nicht auf. Ich verurteile euch zum Tode. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken. Euer Hoheit. Tut mir leid, Geralt. So, das Gesetz schläft niemals. Als Verurteiltem steht mir ein letzter Wunsch zu. Ein letzter Kuss von euch. Eine skandalöse Bitte. Doch der letzte Wunsch ist heilig. Nun gut. Wie ihr wünscht, Hexer. Er wurde teleportiert. Dafür wird jemand bezahlen. Ich liebe Triss. Ich liebe Triss einfach. So, wir sind in Kapitel 4. Wir haben es tatsächlich in Kapitel 4 geschafft. Und wir haben das Spiel zu über der Hälfte durch. Ah, das Mädchen erinnere ich mir noch.